Wunderbar, danke für diesen flotten Auftakt. Grüß Gott und herzlich willkommen zur 161. Liebsten Weiß im 31. Jahr von dieser Sendung. Das sind stolze Zahlen, das haben wir Ihnen zu verdanken, weil Sie so ein treues Publikum sind. Sie werden es nicht bereuen, wir haben auch heute wieder was Interessantes anzubieten. Wir sind in Niederösterreich und zwar in Langenlois am Eingang des Kamptales. Das gehört zum Waldviertel übrigens und wir haben einen wunderschönen Saal gefunden, das ist der Festsaal von der Gartenbauschule und bitte schauen Sie mal, wie festlich und wie schön der heute geschmückt und dekoriert ist. Ist ein Applaus wert, genau. Die Musik spielt natürlich wie immer bei dieser Sendung die Hauptrolle und ich darf die Musikanten vorstellen. Das ist die Gruppe Schnapsidee und die nächste Gruppe heißt Ö-Streich, den wir jetzt bitten um ein Stickel. Und das ist volksmusikalische Kammermusik. Sehr virtuos und diese Gruppe steht unter der Leitung von Hans Schröpfer, das ist der Harmonikaspieler, den kennt man. Eine Legende schon zu Lebzeiten. So, als nächstes möchte ich Sängerinnen vorstellen, ein wunderschönes Terzett mit dem Namen Freiklang und die singen wirklich glockenrein. Und was sie ganz gern tun und auch gut kennen, ist das Jodeln. Lassen wir uns überraschen. Eins, zwei, drei, geh herz.
zu mir. Vier, fünf, sechs und tanz mit mir. Tradilei, das war die Glock. Bei sieben und acht wird Schluss gemacht. Bin ich dir aber nicht schenk nur. Bist du wohl ja mit der falsche Bur? Oder hast zwei linke Fürs beim Drang und Schwung, dass ich verdrehst? Ich glaube, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Wir können wirklich gut singen und vor allem auch sehr schön jodeln. Auf die Gruppe bin ich ganz stolz. Da habe ich auch so eine große Freude, weil es ein Beweis ist dafür, dass der Nachwuchs in der Volksmusik wirklich blüht und gedeiht. Die Gruppe heißt Pfiffikus und bitte schauen Sie sich die Musikantinnen und Musikanten an, wie jung die noch sind. Und die Lehrerin, die Burgi, ist mit der Bassgeige dabei. Bitte eine Kostprobe, Steffi. Ich bin fasziniert, wie die jungen Musikantinnen und Musikanten schon so spielen, also wie die Erwachsenen, die könnten wirklich schon zum Tanz aufspielen. So, jetzt geht's also um die Liebste Weiß, Wunschkonzert, auch für Sie daheim. 027 34 80 425 war die Nummer, nachher tirol.orf.at, auch eine gute Adresse, weil vielleicht wollen Sie gerne schnell weiterleiten, dass man diese Sendung weltweit im Internet schauen kann. Also wirklich zeitgleich auf der ganzen Welt. So, jetzt geht's los mit dem Wunschkonzert. Wer möchte gern? Das ist für mich der nächste Weg. Geh mit zu dir. Franz, Hasi. Michaela. Michaela, Christi. Christi. Eine Langenläuserin? Jawohl. Fein, gut. Ich wünsche mir gern bitte von der Gruppe Schnapsidee. Ja. Beim Buntiwirt. Beim Buntiwirt, jawohl. Vielleicht gibt es eine Geschichte dazu, das sagt uns dann der Georg. Das machen wir natürlich gerne. Der Buntiwirt ist ein Wirt in Weißhofen an der Ips, wo wir her sind. Schöne Grüße an ihn und es kostet ein Seil. Michaela, danke fürs Kommen. Thank you.
großes Kompliment. Die spielen so schön, gell? So, jetzt darf ich Sie daheim zum ersten Mal einladen auf einen telefonischen Musikwunsch. Funktioniert wie am Schnürchen. Hallo. Da ist der Franz. Ja, hallo, grüß euch gut alle miteinander. Der Konze Heribert aus Waidring ist dran. Ja, servus, Heribert. Ja, aus genau. Waidring im Tirolerland, oder? Ja, genau. Also vor 10 Jahren bin ich das erste Mal zu euch durchgekommen und jetzt hat es wieder mal geklappt. Bist ein Glücksvogel. Genau. Ja. Meine lieben Freunde, ja. Na, ganz super. Ich lasse alle ganz akkrisch grüßen und besonders da ins Weiland, glaube ich, weil jetzt müssen wir nachher da stessen mit einem guten Glas, weil das ist nämlich ein gutes Heilmittel, habe ich mir sagen lassen. Ja. Absolut. Und ebs was passt dazu, und zwar von der Österreich. Irgend so ein bisschen ein langsamen, was die älteren Männer da auch noch tanzen konnten. Gut, ich gebe den Ball weiter an den Hans Schröpfer. Danke, Heribert, fürs Anrufen. Du kriegst bestimmt ein wunderschönes Stickel. Der Hans Schröpfer macht praktisch alle Stickel für die Gruppe selber. Und er hat großartige Ideen. Alles Liebe, danke. Ja, viert euch gut, servus. Vierte. Hans. So, wir werden jetzt den Walzer spielen, Octoginta. Das heißt so viel wie 80, weil der Herr gesagt hat, das, was sie die älteren Leute auch tanzen können, habe ich für meine Mama mal zum 80er geschrieben. Und sie hat müssen tanzen. Thank you.
würde sagen, das war ein Kunstgenuss. Und da hat man jetzt eine Stecknadel fallen gehört. So ruhig war es da. Ganz, ganz schön. Wunderschön. Wir sind heute in Langenlois, also das gehört zum Waldviertel am Eingang des Kamptales. Und diese Stadt Langenlois liegt wirklich im Zentrum eines ganz berühmten Weingebietes. Das ist eine Gegend, da ist einfach schön. Es gibt auch sehr viel Kultur, auch eine Gartenbautradition, eine lange. Und da ist zu jeder Jahreszeit eigentlich schön, aber ganz besonders im Spätsommer und im Herbst. Vor allem bei der Weinlese. Und da war ich letzten Herbst sogar herunten. Ach, das sind Trauben. So richtig reife Trauben ernten. Das war ein Erlebnis im Weingarten von Erich Groneder. Schau dir die Trauben an. Wunderbare Platten weg. Der Erich hat mir gesagt, wie man mit der Rebschere richtig umgeht. Die verschiedensten Sorten gedeihen hier. Am besten aber der grüne Veltliner und der Riesling. Im Spätherbst, da wurlt's also in den Weingärten. Die Kellergasse in Mittelberg mit ihren drei Zeilen, beschauliche Gasseln zwischen den Winzerhäusern. Die Kellerkatze braucht sich nicht zu schrecken. In der Weinstadt Langenlois geht es meistens gemütlich zu. 7600 Einwohner genießen das Leben in dieser schönen Stadt. Nicht nur in schönen alten Häusern, auch viel moderne Architektur ist zu sehen. Zum Beispiel das Loisium, ein spannendes Weinmuseum. Jetzt im Frühling spielen die Rehe Fangen in den Weinbergen. Schloss Gobelsburg, eine noble Adresse und ein berühmtes Weingut. Michael Moosbrugger, der Schlossherr, stammt vom Adelberg und ist ein sehr anerkannter Weinfachmann. Das Schloss Gobelsburg ist schon eines der ältesten Weingüter in Österreich mit einer dokumentierten Geschichte bis in das 12. Jahrhundert zurück. Und das Weingut ist sehr eng mit der Geschichte der Zisterzienser und des Zisterzienserstiftes Zwettl verbunden. Und die Mönche haben 1171 ihre ersten Weingärten bekommen. Und seit dieser Zeit haben wir auch dann die Dokumentation über die Geschichte und die ganze Entwicklung des Weingutes. Die Mönche und der Wein, das gehört zusammen, wie man sieht. Das Stift Zwettl liegt direkt am Kampfluss. Der vergoldete Heiland auf der Turmspitze ist fast 3 Meter hoch. Die Zisterzienser hier haben eine der schönsten Bibliotheken Österreichs. In diesem barocken Juwel sind 26.000 Bücher und mehr als 400 wertvolle Handschriften zu bewundern. Andreas Gammarit zeigt den Bibliotheksbesuchern gerne, welche Schätze hier aufbewahrt werden. Im Stiftungsbuch sind die Ahnherren aus der Zeit der Babenberger verewigt. Das Stiftungsbuch wird Bärenhaut genannt, wegen des Ledereinbandes von einem Saubären, also einem männlichen Wildschwein. Im Stiftungsbuch ist es so, dass ab dem Ende des 12. Jahrhunderts Weingärten verzeichnet sind. Für die Feier der Messe war natürlich der Wein ganz wichtig. In Langenlois locken musikalische Kulturgenüsse viele Menschen an, zu den jährlichen Schlossfestspielen vor der wunderbaren Kulisse von Schloss Heindorf. Ich bin die Christel von der Post, klein das Lehr und schmal die Kost, schmal die Kost. Jetzt hören Sie mal genau hin. In Schiltern gibt es einen prachtvollen Berg. Dort habe ich ein paar Zuhörer angelockt. Diese blühende Oase ist der richtige Ort, an meinem Widmungsstückel zu komponieren. Beim Reinhard Kittenberger in seinem Erlebnisgarten. Was dabei rausgekommen ist, das gibt's dann später zu hören. Zuerst muss ich mir aber davon überzeugen, was eigentlich aus den Trauben geworden ist. Was war das, oder? Genau. Probieren wir nochmal. So, oder?
Der Erich Groneder ist natürlich stolz auf seine guten Tropfen. Aber ich wollte ihn ein bisschen am Schmäh führen, wenn man so sagt. Darf ich schon? Ja, geht schon. Kannst du probieren? Oh, grausig! Nein, der ist nicht von mir. Nicht von dir? Nein, der ist von mir. Das ist eine falsche Fassel erwischt. Zum Wohle. Großartig. Schmeckt er? Ja? Großartig. Erich! Der Erich Groneder, der versteht einen Spaß, gell? Und sein Wein ist natürlich ganz großartig. Wir haben ja ein bisschen pflanzen müssen, das was man einfach wert. Wie auch immer. Es freut uns riesig und ehrt uns, dass die Landeshauptfrau Johanna Mickel-Leitner bei uns ist. Schönen Herzlich willkommen. Schönen Abend. Gerne. Wenn man solch eindrucksvolle Bilder da von Niederösterreich, von Langenlois und Umgebungssicht und die Musikantinnen und Musikanten hört, wird man da ein bisschen stolz als Landeshauptfrau? Ja, da geht einem das Herz auf, okay, wenn man sieht, wie wunderschön Niederösterreich und im Speziellen Langenlois ist. Und wir sind schon besonders stolz, dass heute die Sendung Mein Liebster Weiß hier in Langenlois ist, wo wir wirklich gerne herzeigen, welch tolles Kulturmusikland Niederösterreich ist. Und wenn es dem einen oder anderen gefällt, dann soll einfach herkommen zu uns nach Niederösterreich. Genau. Und ich komme ganz gerne und ich trage auch gerne das Ehrenzeichen des Landes Niederösterreich. Das ist auch ehrlich verdient, weil zum 11. Mal bereits in Niederösterreich. Das verdient sich einen Applaus. Danke. Natürlich bringen Sie auch einen Musikwunsch. Ja, ich wünsche mir vom Ensemble das Stück, das fast meinen Namen trägt, nämlich Hannerl Steirer. Ja. Und die sind ganz tolle Mädels, ihr seid super und das wünsche ich mir von euch. Herrlich, also wenn man bedenkt, die mittleren zwei Mädels, das sind 13 Jahre. Ich habe sie ja schon öfters hören dürfen. Aha. Und ich bin jedes Mal aufs Neue begeistert, sie sind einfach toll. Und das ist der Nachwuchs, das kommt alles aus den Musikschulen raus, genau, die wir flächendeckend haben. Und da sieht man und hört man auf alle Fälle die Qualität und dass vor allem Junge begeistert sind von Volksmusik. Und das ist einfach herzlich. Schön. Schön. Sehr schön. Bitte sehr. Hannerl Steirer. Danke sehr. Gerne. Thank you.
bin einfach restlos begeistert. Unglaublich, so schön. Alles live bei uns, bei der Liebsten Weiß, seit 31 Jahren. Jetzt darf ich den nächsten Anrufer sogar sehen, hat man mir geflüstert. Ja, hallo, servus, was sehe ich da, Frau Leiberle im Hintergrund, Schnapsidee? Grüße dich, ich bin der Franz, stell dich vor. Ja, ich bin der Manfred, ich sitze aktuell gerade vor der Trifathek in Barcelona. Stell dir vor, und du kriegst die Sendung mit, via Internet. Du darfst dir was wünschen. Ja, natürlich würde ich mir gern was von der Doppelschnapsidee wünschen. Ich bin ja der große Fan, mit fast 2 Metern. Gibt es einen speziellen Titelwunsch? Ich glaube, das wissen die Kollegen besser. Gut, dann spielen wir den Ball weiter. Danke fürs Anrufen und liebe Grüße nach Barcelona. Der Theo sucht was aus. Ja, Manfred, schöne Grüße, du gehst uns schon ein bisschen an. Der Manfred, muss ich erklären, ist unser eigentlicher Du bist. Mit dem spielen wir seit 8 Jahren zusammen. Und jetzt hat er sich für eine Weltreise entschieden. Weiß nicht, vielleicht waren wir so unerträglich zu hören. Aber ich glaube, das passt schon. Jetzt haben wir unseren Simon für ein halbes Jahr. Der Manfred ist, wie gesagt, schon unterwegs. Und er ist ja auch Komponist und hat in Tuba Spezi Bayerisch geschrieben. Und ich glaube, dass das ganz treffend ist. Und den spielen wir da jetzt, wenn da das recht ist. Sehr gut. Wunderschön, Kompliment. Du warst Spezi, hast den Titel. So, für den nächsten Wunsch, da gehe ich gar nicht weit. Ich habe so nette Damen an meinem Tisch und wer möchte gerne
ein Stückchen bestellen. Du, Eva? Ja, ich hätte gern, ich kragel die Ohren von den Terzeit Freiklang. Ja, aber es tut uns eh nichts, oder? Ja. Werden wir schauen. Ja, werden wir schauen. Ein alter Jodler mit dem Titel Ich kragel die Ohren. Und ich kragel die Ohr, hui die Ohr, hol die Ohr, türü, du die Ohr, hol die Ohr, hol die Ohr, türü, ja, ich hollo daro. Und ich kragel die Ohr, hui die Ohr, hol die Ohr, türü, du die Ohr, hol die Ohr. Darf ich vorstellen, von links nach rechts, Dagmar, Magdalena und Nadine. Der Z-Freiklang. Jetzt mache ich mich auf den Weg auf die Bühne, weil jetzt gibt es eine Überraschung. Es könnt gerne schon einen Vorschussapplaus spenden, weil das ist wirklich eine Überraschung. Wir haben einen jungen Buben kennengelernt, das ist vorher gewesen bei einem Wettbewerb. Daniel Simon heißt er und der nimmt jetzt Platz und spielt großartig Gitarre und singt sogar dazu. Und die Frau Lehrerin hilft ein bisschen dabei, gell? Dass alles passt. Einmal mehr ein Beweis dafür, was da alles nachkommt. Wunderbar. Daniel, mach's gut. Ein Lied mit Gesang. Nimmer mehr, wann ich hier gehe,
jung, 9 Jahre jung ist der Daniel. Bravo. Danke. Also, wir sind in der Gartenbauschule in Langenlois da und diese Schule ist richtig bekannt. Da ist auch ein Internat dabei und da kommen die Schülerinnen und Schüler aus ganz Österreich, um da Gartenbau und Floristik zu lernen. Rund um die Schule liegt ein wunderschöner Garten, der zu jeder Jahreszeit seinen Reiz hat. Wir haben uns schon vor ein paar Monaten die Farbenpracht angeschaut und mit ein paar Schülerinnen und Schülern die schönsten Blumen für prächtige Sträuße zusammengesucht. Sie passen sicher gut den Strauß. Ja. Wie heißen die? Das ist ein Sonnenhut. So schön. Und wie das duftet. Ich glaube, die Blüten sind sogar auch noch gesund. Mariette ist Floristiklehrerin an der Gartenbauschule. Okay, das ist eine Rebecca. Wir haben einen Perückenstrauch gefunden, ein Phlox. Bei ihr lernen die angehenden Floristen, wie man mit viel Fantasie und Geschmack die schönsten Sträuße kreiert. In dieser Blumenwerkstatt ist übrigens auch die wunderschöne bunte Saaldekoration für die Liebste Weiß entstanden. Ich finde, das ist wirklich ein schöner Beruf, den die jungen Leute da lernen. Wunderschön, gratuliere. Mit Liebe gemacht. Macht er es oder machst du es? Österreich, die Geige Österreich macht. So, schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt gehe ich in dieses Drittel vom Saal, weil ich möchte ja alle ein bisschen bedienen. Du bist ein bisschen weit weg. Außer du kommst zu mir. Ja, bitte, was hast du für einen Wunsch? Österreich. Ja. Grüß dich, ja, servus, komm um zu mir. Ja, komm halt um. Entschuldige. Grüß dich, Franz. Ja. Ja, ich nehme gern was von der Gruppe Österreich, ja, weil wir auch aus Marizell kommen und Marizell-Bezug da ist. Genau. Irgendwas Flotz. Ja, irgendwas Flotz. Also Hans, danke fürs Kommen. Ein Musikant, gell? Der Martin, wenn mich nicht alles täuscht. Haben wir schon musiziert, ein paar Mal da in Marizell. Und Hans, jetzt bist du dran, bitte. Ja, wir werden jetzt den Scheiblingkirchener Feuerwehrmarsch spielen. Passt. Ein 6/8-Marsch, den habe ich mal für den Mann von unserer lieben Magdalena geschrieben, der ist nämlich Feuerwehrmann in Scheiblingkirchen. Thank you.
Sehr schön, ich bleibe gleich stehen. Ich habe gehört, den nächsten Anrufer sicher wieder. Eine Dame in Blond, grüß Gott, hallo. Hallo, grüß Gott. Grüß Gott, von wer? Ja. Grüß Gott, ich bin die Martha aus Seattle, Washington. Amerika, Washington. So weit ich weg. Haben Sie eine Verbindung zu Langenlois? Ja, meine Eltern sind aus Langenlois. Ah. Ich schaue immer meine Liebste Weiß an ORF Live Streaming zu. Das freut uns, das freut uns. Wir würden gerne ein Stück über den großen Teich schicken zu Ihnen jetzt. Danke. Ich vermisse Langenlois. Ich liebe die Heimat. Und wäre es möglich, ein Lied von entweder Langenlois oder die Wachau zu hören? Sollte kein Problem sein. Da fällt mir schnell das Wachauer Schifferlied ein. Eins meiner Lieblingslieder. Das gefällt Ihnen. Sie kennen es wahrscheinlich. Liebe Grüße nach Amerika. Danke fürs Anrufen. Danke. Mach mal. Unser wunderbares DRZ wird singen und wir dürfen einbegleiten. Das Schifflein schwingt sie, Downy vom Land. Das Wachauer Schifferlied. Sehr schön, sehr schön. Danke. Das Wachauer Schifferlied. Das hat so gut gepasst heute. Wir sind ja ganz in der Nähe von der Wachau und das ist so ein schönes niederösterreichisches Volkslied. Da in Langenlois, da wird, das wissen alle, sehr, sehr guter Wein gemacht in letzter Zeit. Gehen Sie auch gerne daran, diesen sehr guten Wein noch einmal zu veredeln. Das heißt, also mehr und mehr wird auch Sekt da zum Thema. Die Sektproduktion ist eine Kunst, die aus den Trauben nur einmal etwas Neues ausholt. Das Weingut der Familie Steininger gehört zu den renommiertesten Betrieben im Ort. Dieses Gewölbe ist 800 Jahre alt. Und die ganze Familie versammelt. Man kann diese ausgedehnten Keller sogar besichtigen. In Langenlois heißt es,
Die Kellergänge sind länger als die Straßen durch die Stadt. Da kann man sich natürlich leicht verirren. Aber die langen Läuser scherzen gern drüber und sagen, verdurstet ist da unten noch keiner. Mich interessiert, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Sekt, Champagner und Prosecco? Prosecco ist ja meistens ein Wein versetzt mit Kohlensäure. Champagner ist ein Sekt erzeugt in der Champagne in Frankreich. Und auf der ganzen anderen Welt heißt es Sekt. Die traditionelle Flaschengärung bedeutet, dass zum Wein Hefe zugesetzt wird. Die lässt die Sektperlen entstehen. Am Schluss setzt sich die Hefe ab. Damit sie nach vorne in den Flaschenhals rutscht, wird jede Flasche am Rüttelpult zweimal am Tag bewegt. Da wird es jeden Tag eine Vierteldrehung gedreht, bis die Hefe im Flaschenhals unten ist. Dann öffnet man die Flasche und dann durch den Druck, der in der Flasche ist, schießt die Hefe hinab. Die Hefeentfernung heißt im Fachausdruck Degoraschieren. Und das will gelernt sein. Da ist Kraft drin. Ja, wir haben schon bis zu 6 Bar Druck. Zum Schluss wird die Flasche mit dem Grundwein wieder aufgefüllt. Korken drauf und fertig ist der handgerüttelte Sekt. Es gibt ein Tupfen auf dem I. Je feiner die Perlen, desto hochwertiger der Sekt. Wenn man genau aufpasst, kann man das sogar hören. So, weiter geht's mit Musik. Und zwar nach Ihren Wünschen. Grüß Gott, mein liebster Weiß, hallo. Hallo, grüß dich, Franz, ist der Thomas aus Salzburg. Ja, servus, ein Tiroler, ein Landsmann. Nein, aus Salzburg. Ah, Salzburg, Entschuldigung. Salzburg, verstanden. Entschuldige. Ja. Hallo, grüß dich. Grüß dich. Du, ich wünsche mal was Schnelles vom Pfiffikus. Pfiffikus, was Schnelles, also Steffi, jetzt bist du dran, such was aus und sag's uns, unseren Zuschauern, danke für den Anruf, liebe Grüße nach Salzburg. Ciao, Servus. Steffi. Dann spielen wir jetzt den Himmel auf der Welt. Den Himmel auf der Welt.
darf ich mal da durch? Vielleicht hat da jemand einen Wunsch? Ja, bitte sehr. Entschuldige, Gottes Stickel. Bitte, Sie müssen kurz aufstehen. Ja, bitte. Wir wollen Sie ja gerne ins Bild bringen auch. Grüß Gott. Grüß Gott. Freut mich sehr. Ganz meinerseits. Ich wünsche mir das von den drei gesungen, das Tui Tui, Schweinsbeischler. Schweinsbeischler. Mhm. Tui Tui, gerne. Mhm. Jawohl. Ja. Ein Jodler und jeder Jodler hat irgendwie einen Namen, damit man sie auseinanderhalten kann. Der heißt eben der Schweinsbeischler. Na gut. Alles Liebe. Danke. Gerne, danke fürs Kommen. Also, drei Gesang, bitte. Danke sehr. So, jetzt muss ich Sie mal was Besonderes fragen. Wissen Sie, oder wisst ihr es, was ein Topinambur ist? Ich hab's nicht gewusst vorher. Es ist also kein Urwaldbewohner, es ist auch kein Minnesänger aus dem Mittelalter. Es ist ein Gemüse. Nicht unähnlich der Kartoffel, Erdäpfel und sogar mit der Sonnenblume verwandt. Und die wird gerne verwendet in einer Haubenküche da in Langenlois zum Verkochen. Darf ich Sie einladen auf eine kulinarische Tour durch Langenlois? Wir starten beim heurigen Hof Bründelmeier. Das ist der Marco Gangl, der in diesem heurigen Lokal für anspruchsvolle Gäste kocht. Wir haben da einen Tafelspitz vom Karl mit zweierlei Topinambur. Erstens gefüllt mit Frischkäse und dann einmal mit der Topinambur selbst. Der Schmäh mit dem Topinambur ist, dass man ihn vorher frittiert. Das haben wir jetzt mal probiert und das funktioniert sehr gut, weil dann wird das schön knusprig außen. Und dann kann man es, wie gesagt, super füllen auch. Und es schmeckt dann sehr gut, weil dann hast du eine knusprige Komponente dabei. Und dann ist das sehr rund, das Gericht. Das Fleisch kommt ganz aus der Nähe vom Waldviertler Kalb. Schauen Sie mal, wie zart. Das ist ein Tafelspitz. Man muss nicht immer den Rücken und das Filet vom Fleisch essen, finde ich, und das macht es spannend, wenn man ab und zu so eigentlich Stücke verwendet, die was nicht so alltäglich sind. Man isst bekanntlich auch mit dem Auge und deswegen ist das Anrichten am Teller eine Kunst, die hier besonders gepflegt wird. Am Schluss setzt der Marco gekonnt Nüsse und Pilze an die richtige Stelle. Das Säsel mit die Schonsenfkörndeln braucht 3 Tage, bis es richtig gut ist. So lange wollen wir nicht warten. Wir suchen inzwischen eine Nachspeise. Die findet man zum Beispiel gleich in der Nähe des Kampflusses. Und zwar in der Pralinenwerkstatt im Gasthaus Gutmann. Die Pralinenwerkstatt, das ist unsere kleine Leidenschaft. Das heißt, wir produzieren in Handarbeit Pralinen.
da hat mein Mann, der Klaus, schon ganz früh damit angefangen und mir auch beigebracht. Und das ist so das, was wir am liebsten machen, dass wir mit Schokolade und verschiedenen Geschmäckern da herum experimentieren können. Die Alice Gutmann hat sich für die Liebste Weiß was Besonderes einfallen lassen. Weiße Schokoladepralinen mit langen Läusersekt. Und der kommt praktisch aus der Nachbarschaft. Zuerst wird weiße Schokolade geschmolzen. Rosinen werden im Sekt eingeworfen und aufgekocht. Das macht ein feines Aroma. Dann kommt Rahm dazu und ein bisschen Butter. Damit werden die Sektpralinen nämlich rund und cremig. Fast ein bisschen verschwenderisch. Die Rosinen werden nämlich herausgesiebt. Die Optik macht natürlich auch ganz viel aus und mit dem Garnieren für die Pralinen kann man sich ganz viel spielen. Also was einem halt gefällt, wir haben heute Mandelblättchen noch dazu genommen. Das bisschen Nussige passt auch super dazu und sie schauen einfach total schön aus. Die kann man entweder so nehmen, wie sie sind oder vorher rösten, dann sind sie ein bisschen brauner und schmecken ein bisschen intensiver. Und das kann man dann gleich in die Form vorher reintun und dann vielleicht ein paar Schokoraspeln drüber, dass das auch noch fürs Auge schön ist. Nach dem Auskühlen die Pralinen in appetitliche Würfel schneiden. Schwarze Schokolade drüber und fertig. So schön, darf man probieren. Natürlich, bitte. Wenn Sie diese Pralinen probieren wollen, nachzumachen, dann empfehle ich Ihnen wärmstens die ORF-Nachlese vom April, also die aktuelle für übermorgen quasi. Da ist alles drinnen. Und jetzt darf ich bitten um einen Saalwunsch. Der erste, was bei mir ist, der kommt einfach dran. Ja, so geht's auch. Sie geschildert, Sie kennen die Leute. Das ist viel gescheiter, brauche ich nicht lange hatschen. Grüß dich, wo bist du Franz, her? Ich komme aus Sachsen, aus der schönen Oberlausitz. Aus Sachsen kommt er ja, extra für diese Sendung, oder? Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Dann, was dürfen wir tun für dich? Oberlausitz, das ist der äußerste Südosten von Sachsen, tschechische-polnische Grenze. Aha, ja. Zittau ist Dreiländereck. Aha, ja. Und ich tät mal ein schönes Liedl aus Niederösterreich wünschen. Ja, gern. Da fällt mir was ein, der niederösterreichische Weinhauermarsch. Da könnte man sogar... Ich kann nicht mit singen. Nein. Da ist der Saal leer. Nein, passt schon. Danke fürs Kommen. Einen lieben Gast, das sagt. Schau, du kriegst noch meine Nachlese. Du schaust aus, als ob du gut kochen könntest. Kriegst die Nachlese. Ja. Jetzt habe ich folgenden Vorschlag, bis ich meinen Zierhagel bei der Hand habe und bis ich an Ort und Stelle bin, wo ich sein muss, soll vielleicht, habt ihr es dagegen? Mit der junge Daniel Simon noch einmal ein Liedl anstimmt. Neun Jahre jung, ein schönes Liedl haben wir von ihm und das ist schon wirklich ein Riesentalent und wir schauen, dass wir ihn auch schön ins Bild kriegen. Lieber Daniel, du kannst schon loslegen. Was braucht man auf ein Dorf? Ein Lehrer, der schön singt, ein Glück
das braucht man auf ein Bauerndorf, das braucht man auf ein Dorf. Helft mir ein bisschen, gell? Der niederösterreichische Weinhauermarsch, sehr bekannt, sehr berühmt. Kann man beim Trio mitsingen. Schau, schau, wie es regnet dort. Schau, schau, wie es gießt, wie es gießt. Schau, schau, wie es Wasserl vom Dach oben schießt. So. Da haben wir einen Haufen auch dazu. Komm her. Passt. Dann fangen wir mal an, gell? Weil ich gerade da bin. Gibt es einen Wunsch, bitte? Du musst ein bisschen zu mir kuscheln jetzt, weil ich habe das Mikrofon vergessen. Und das musst du da einreden. Okay. Kannst du das machen? Ja. So, ja. Was hast du da ausgesucht? Ich darf mir gern von der Schnapsidee den Schädelweh-Bohrischen. Das Schädelweh-Bohrischen. Ja, das sollte kein Problem sein. Ja, hoffentlich haben wir es morgen nicht. Nein. Und bei dem Wein, was es da gibt, da kriegt man überhaupt keinen Schädelweh. Genau, danke. Servus, wie ist der Name? Birgit. Mit der Franz. Ja. Thank you.
So. Danke für den Schädel weh, Borischen. Als nächstes gibt es einen Walzer. Und mit diesem Stückel wollen wir uns bedanken für die übergroße Gastfreundschaft, die uns da widerfahren ist in Langenlois. Also wirklich, die haben sich so bemüht und es war eine helle Freude, da mit denen zusammenzuarbeiten. Stellvertretend für alle möchte ich gerne den Wolfgang Schwarz zu mir bitten. Du kriegst als Dankeschön ein Stückel, das heißt Langenloiser Winzerwalzer. Langenloiser Winzerwalzer. Habe ich mir einfallen lassen. Werden wir gleich in Musik umsetzen, das macht die Gruppe Österreich. Und ich kann nur sagen, danke, danke, danke. Ja, lieber Franz, wir sagen danke. Danke, dass du ein eigenes Lied, einen eigenen Walzer für Langenlois komponiert hast. Den werden wir in Zukunft oft hören und tanzen. Ja, und dieses Musikstück, dieses Notenblatt, das werden wir im Tourismusbüro bei uns im Ursinnhaus aufhängen und werden uns immer an die schöne Zeit mit euch und mit dir, mit deinem Team zurückerinnern. Und auf ein Wiedersehen. Natürlich, wir kommen, oder du kommst wieder zu uns, wir gehen in den Garten und trinken ein gutes Glas Wein. Da kannst du dich verlassen. Ja, sicher. Ja. So, bitte. Gerne. Komm zu mir, nachher sehen wir die auch besser und dann habe ich da ein Mikrofon, dass wir die auch verstehen. Danke, danke. Du bist die? Lilian. Lilian, also was dürfen wir für dich spielen? Also ich wünsche mir gern vom Pfiffikus Hinten bei der Stadeltier. Das ist ja ein Lied. Ja, die tun sogar singen auch so schön, nicht nur spielen und singen. Und das ist ja freudig, das gefällt mir, wenn Musikanten auch singen. Danke fürs Kommen und für den passenden Wunsch. Alles Liebe. Bitte.
Greif hier ab die Stadt, das die nicht oder die Draht, ob übers oben fährt, geht's ein wenig schnell, geht's ein wenig schnell. Danke, danke, danke. Jetzt möchte ich schon die nächste Sendung erwähnen. Das ist dann am 29. Juni. Da sind wir in Absam in Tirol, im Gasthof Bogner, da wo die allererste Sendung war. Und wir freuen uns natürlich immer über Zuschriften. Übrigens alles Interessante im Internet, tirol.orf.at. Und über Schreiben, wie auch immer, freuen wir uns sehr. Postalisch oder auch per E-Mail. Und wenn Sie die richtige Frage, Antwort auf meine Frage jetzt wissen, dann können Sie sogar Eintrittskarten gewinnen. Die Frage lautet, wie heißt der Fluss, der da an Langenlois vorbeifließt, der dem ganzen Tal übrigens auch den Namen gibt? Ein kleiner Tipp, es klingt so ähnlich wie das, was ich jetzt da in der Hand habe. Kann man eventuell außerbringen, oder? Dann wünsche ich mir jetzt als nächstes, dass der Dreigesang noch einmal singt, das DZ. Was machen wir, Magdalena? Ich glaube, wir machen wieder was mit dir gemeinsam, oder? Wir machen das beste Ball. Gerne, gerne, gerne. Das beste Ball in F haben wir ausgemacht, gell? Ja. Ein altes niederösterreichisches Lied, das ein Hofkapellmeister namens Landhardinger seinerzeit sogar aufgezeichnet hat. Wo fängt so ein Ball mehr uns? Wo geht so ein Birnl an uns? Wo seht so ein Birnl an uns? Jetzt sagt es nur her, uns ist gut. Wo ist so ein Dirn, die so glänzt? Wo ist so ein Dirn, die so tanzt? Wer ist die, leicht die sie so traut? Und die wird sie jungratzen, taut. Wen fragt's denn um alles als mich? Der schreit in so ein Kind. Dies Ohren, der die Zedern so schlägt und gab's fort nur schönere
bei dir nur gesagt, wer hat so arg mir so erwachs, wer hat so ein Herz so erreiz, wer hat denn dies alles, alles meins, drum hin, sag ab, wir uns, und seht, dass so ein Birnbel lag's uns, und wisst, dass so ein Dirndl auch uns, wann's ganze Welt ausrasen kann's. So, ruckzuck. Der nächste, was bei mir ist, der schnellste, was bei mir ist, geht einen Wunsch. Oh, Pfarrer, servus, Christi, was steht da oben, Blasmusik? Maria Reuach. Maria Reuach, ja. Aus Kärnten, servus. Servus, Franz, ich bin der Roland. Ja. Vielen Dank nochmal, gerne, dass ich auch dürfen, ja, heute da, ja, sein. Ja. Ich wünsche mir von der Schnappside, ja, den Olympiademarsch. Oh, der Olympiademarsch von Lapski, das ist ja richtig schöner, anspruchsvoller Marsch, aber den kriegst du, weil die sind sehr, sehr gut. Super. Alles Liebe. Danke. Jawohl. Olympiademarsch. Da, da. Olympiademarsch, haben Sie jetzt sogar noch wunderschöne Eindrücke von Langenlois und Umgebung gesehen. Bitte ein bisschen Hintergrundmusik für mich. Diese Sendung geht langsam, aber sicher zu Ende. Bitte von euch brauche ich noch einen Ausschmeißer, geht tut sich was überlegen. Ich sage euch, diese Sendung wird wiederholt um 4 Uhr heute in der Nacht. Aber nicht vergessen, um 2 wird die Uhr umgestellt. Wir verlieren eine Stunde. Wie auch immer, Sie können dann in Ruhe eine ganze Woche lang, nächste Woche, in der ORF-TV-Deck nachschauen. Das tun ganz viele, im Durchschnitt 50.000 Leute schauen da immer wieder diese Sendung nach. Und wir verabschieden uns jetzt schön langsam da aus dem Festsaal von der Gartenbauschule in Langenlois.
Und da sind sogar ein paar Blumen vorbereitet worden, die wir jetzt verteilen wollen. Kommst zu mir, bitte sehr. Und ich bitte, wie gesagt, Schnapsidee für den absoluten Schlussmarsch. Mariette, die Künstlerin, die uns so schön dekoriert hat. Alles, Mariette, danke, danke. Schlussmarsch!